Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder Indo unterwegs in der 70s-Anlage hier in München. Und ich wollte noch mal vorab sagen, alles, was ich euch für die Indoor-Tipps sage, könnt ihr natürlich auch draußen machen. Es gibt ja auch genügend Plätze auf dieser Welt im Winter, wo man nicht Indoor trainieren muss. Aber man kann natürlich alles drinnen wie draußen hernehmen an Schwungtipps und an Trainingstipps. Heute geht es um das Thema, lästiges Thema, möchte ich mal wieder sagen, Überschwingen. Ganz viele Schüler, die zum ersten Mal da sind, bevor ich eigentlich Hallo sagen kann, heißt es dann gleich, mein Fehler ist, ich schwinge viel zu weit auf und der Schläger ist viel zu weit und ich kriege das einfach nicht hin. Gut, also letztendlich sage ich, wir bekommen alles hin, wir müssen bloß ein richtiges Bild dafür zeichnen. Gut, ich erkläre euch mal, wie ihr euch euren Schwung ein bisschen kürzer macht, beziehungsweise wenn ihr eigentlich alles richtig mit Spannungsaufbau macht, etc. pp., dann überschwingt ihr mit Sicherheit eigentlich nie. Wir kommen nochmal zurück zu den drei Hebeln des Rückschwungs. Wir haben die Schulterdrehung, die Körperdrehung, die optimalerweise 90 Grad ist, die Hüftdrehung 45, also genau die Hälfte. Man muss jetzt hier keinen Maßstab anlegen, um festzustellen, ob das jetzt richtig ist. Aber letztendlich, wenn man sich dreht, einfach die rechte Schulter hinter den Kopf. Wenn ich das im Beugen mache, immer noch die rechte Schulter hinter den Kopf und die linke Schulter geht der Neigung entsprechend Richtung Ball nach unten. So, wenn ich das schon mache, merke ich eigentlich, ich könnte eigentlich gar nicht mehr weiter. Das ist die Drehung. Dann haben wir den Armhub. Das heißt, die Arme heben den Schläger nach oben. Das ist jetzt wirklich ein Armhub ohne große Drehung. Es schaut zwar von hinten aus, als würde ich die Schulter ein bisschen drehen. Drehen tue ich mich aber überhaupt nicht. So, dieser Armhub ist ganz wichtig, dass ich sage, okay, gut, hier nach oben. Und auch, ihr seht jetzt selber, jetzt hebe ich nach oben und der Schläger würde eigentlich gar nicht überschwingen. So, und jetzt kommen der dritte Hebel, die kleinen Scheißerchen, quasi unsere Handgelenke. Dieser Winkel, es gibt zwei Handgelenke. Es gibt dieses Handgelenk und das Power-Handgelenk. So, und jetzt seht ihr das selber, wenn ich dieses Handgelenk nur so beuge, mehr könnte ich es eigentlich gar nicht, wenn ich mich drehe und dann noch nach oben hebe, ist der Schläger eigentlich so auf einer Halb-Zwölf-Position. Und von Haus aus würde der eigentlich gar nicht überschwingen. Das heißt, es liegt tatsächlich, schlechte Nachricht, an euch, dass ihr überschwingt. So, jetzt müssen wir mal überlegen, warum? Ja? Also überlegt mal eure Schulter. Versucht ihr die Schulter mit dem Kopf noch extrem viel mehr auf rechts zu drehen? Wenn ja, achtet darauf. Der Kopf bleibt in der Mitte, die linke Schulter für uns Rechtshänder dreht unterhalb von dem Kinn und der Kopf bleibt in der Mitte. Dann habt ihr eigentlich schon gar keine Chance groß, wenn ihr nicht wahnsinnig lateral arbeitet, zu weit zu drehen. Beziehungsweise viele gehen dann total, das nennt sich in einen Reverse Pivot, in einen Kippen schon fast, weil sie immer dieses extreme Spannen im unteren Rücken spüren wollen. Aufgepasst, Bandscheibenvorfall ruft. Bitte macht das nicht. Versucht nicht bis zum Exzess zu drehen und zu kippen, weil irgendwann tut es dann tatsächlich weh. So, die Handgelenke. Wenn ihr, beziehungsweise nee, wir fangen anders an, wir machen es mit dem Armhub. Der Armhub, habt mal das Gefühl, der linke Arm ist wie so eine Antenne nach oben. Wie gesagt, bitte verzeiht mir, ich spreche für uns Rechtshänder, die Linkshänder müssen sich das leider alles immer mal umdrehen. Also, der linke Arm ist wie eine Antenne nach oben. Schaut mal, dass der gar nicht so nach hinten geht oder sonst irgendwas, sondern schaut mal, dass der mit der Drehung zusammen der linke Arm nur nach oben geht. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr eigentlich schon in einer ganz guten Position. Es ist für manche vielleicht sogar ein bisschen hoch, aber das ist besser als zu tief. Also schaut mal hier diesen Armhub. Ihr könnt auch einfach mal einen Ball schlagen, wo ihr versucht, mal nur die Arme zu heben. Ihr werdet auch merken, ihr kommt sofort besser in dieses V, von dem ich schon mal gesprochen habe. Wenn nicht, schaut euch gerne mal dieses Video an. Der Armhub ist gar nicht unwichtig, beziehungsweise alle drei Hebel sind gleich wichtig. So, jetzt habe ich gesagt, die kleinen Scheißerchen, die Handgelenke, die sind manchmal, ja, möchte ich mal sagen, ein bisschen überbewertet. Aber auf der anderen Seite setzen viele die Handgelenke viel zu viel ein. Und das merke ich, wenn ich dann hinter dem Schüler stehe, indem der Griff aufmacht. Wenn der Griffdruck nicht hoch genug ist, ja, also wenn quasi hier der Griff aufgeht, die Handfläche gut zu sehen ist, dann seht ihr selber, der Schläger bewegt sich viel, viel weiter, als er eigentlich soll. Wenn ich den Griffdruck zumache und jetzt quasi den Schläger so ein bisschen fühle wie so eine schräge Antenne nach hinten, dann habt ihr einen ziemlich guten Rückschwung beziehungsweise eine ziemlich gute Rückschwunglänge. Also, was merken wir? Wir fassen das jetzt einfach mal zusammen. Kopf ist in der Mitte, Drehung nach hinten.
Da habt ihr schon mal nicht, also beziehungsweise so kommt ihr schon mal in das Thema, nicht zu weit zu drehen. Linker Arm hebt so ein bisschen auf Antenne, beziehungsweise mal nach oben in Verbindung mit der Drehung. Und mit den Handgelenken habt einfach mal dieses Gefühl, dass ihr den Schläger wirklich im Griff habt und macht die Hände nicht auf. Ganz oft höre ich das, früher wurde das auch so unterrichtet, eine Zahnpastatube greifen, einen kleinen Vogel greifen, absoluter Schmarrn. Ihr müsst den Schläger auf jeden Fall so greifen, dass ihr den im Griff habt und unter Kontrolle. Und dann haut er euch hinten im Rückschwungende auch nicht ab. So, also das sind jetzt so ein paar Punkte gewesen, wie ihr so in dieses Überschwingen, wie ihr das kontrollieren könnt. Für die meisten tatsächlich ist ein Bild sehr gut, indem sie versuchen, mit einer Drehung in eine Antenne nach oben zu kommen, weil es tatsächlich für die meisten eine Handgelenksaktion ist. Ich lasse viele Schüler mit dem Glauben, dass der Schläger hier oben im, wie gesagt, wie in so einer Antenne steht. Meistens hört er dann genau hier auf, wenn sie von dieser Position kommen. So. Also, es war ein sehr ausführliches Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen was mitgeben. Wieder die drei berühmten Hebel des Rückschwungs. Ich freue mich natürlich über sämtliches Feedback. Erzählt mir, wenn ihr das mal ausprobiert habt, wie es euch damit ging. Es interessiert mich brennend. Sämtliches Feedback auf Instagram, Facebook und hier auf YouTube interessiert mich natürlich genauso viel. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und vor allem, wie immer, sehr viel Erfolg mit diesem Tipp. Und ich freue mich bis aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.